Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Förster Moto ist am Start. Ich habe hier Markierspray und heute spiele ich ein bisschen Förster. Allerdings nicht in dem Wald, sondern bei mir im Hühnerstall. Und zwar geht es hier um diese ganzen Tannen, die oder Fichten, was es sind, die viel zu nah aneinander stehen. Na, warum geht das hier noch nicht? Muss ich hier jetzt noch ein bisschen schütteln, glaube ich. Und die werden auf jeden Fall markiert. Alles, was tot ist, wird einmal angesprüht, weil ja, so wie die hier zum Beispiel. Das Ding lebt noch. Das Ding auch, das Ding auch. Die Farbe ist aber nicht so übelst stained. Also es ist jetzt hardcore leuchtet. Kann ich irgendwie nicht sagen, aber na gut. Sie erfüllt ihren Zweck. Ja doch, wenn sie trocknet, dann wird sie schon ein bisschen heller auf jeden Fall. Ja, okay. So, und dann muss ich hier einmal durch. Und alles, was irgendwie scheiße ist, muss ich jetzt einmal ansprühen. Damit ich halt einen Überblick habe. Wenn ich mit der Säge hier am Gange bin, dann wird das nichts. Ja doch, jetzt. Wenn die Farbe trocknet, dann wird sie erst richtig schön leuchten. Damit das Ganze noch auf jeden Fall vonstatten geht, jetzt vor dem Monatswechsel, ne, noch sind wir im Februar, da darf man natürlich noch sägen. Und wenn das Ganze jetzt erledigt ist und wir März haben, dann geht natürlich nichts mehr. Deswegen gehe ich jetzt hier einmal durch diesen übelst dichten Bestand und alles, was hier so tot ist, muss auf jeden Fall schon mal raus. Fürs Osterfeuer oder für den Ofen, je nachdem wie dick der Stamm ist. So, ich habe auf jeden Fall jetzt einige Bäume entdeckt und angemalt. Da hinten auf der Seite vom Hühnerstall sind auch einige dazwischen. Da habe ich dann auch pro forma, ich sag mal so, jeden dritten, vierten Baum dazwischen weg markiert, damit die anderen halt deutlich Luft kriegen. Das ist bei diesen ja auch so. Ich will mir das mal angucken, wenn die Bäume dazwischen weg sind, wie es dann vom Platz her aussieht. Sonst nehme ich individuell noch mal zwischendurch mal ein bisschen was weg. Sowas hier zum Beispiel ist ja auch mausetot. Das kann auch weg. Ja, und sowas hier, die sind halt übelst schräg gewachsen und würden dann direkt auf die Scheune fallen. Die lasse ich natürlich dann erstmal stehen, weil, ja, nee, das muss ich jetzt nicht haben. Da muss ich dann nächstes Jahr mal gucken, ob ich da dann mal entweder einen Hubsteiger kriege oder die mal vernünftig anbinde und dementsprechend sichere, damit ich die dann vernünftig absägen kann. Genau. So, dann hier würde ich sagen, geht es jetzt erstmal off-topic-mäßig weiter, Thema Hühnerstall, Einrichtung, aber das seht ihr jetzt. Guten Morgen, Sonntagmorgen, 10 vor 9. Was kann man da Schönes machen? Genau, ein Abrollnest zusammenbauen. Genau, wenn du nichts Schöneres rastest, Sonntagmorgen. So sieht das Ganze aus. Das Ding kam per Post. Also, habe ich mir bestellt, kostet geschmeidige, glaube 300 Euro hat das gekostet. Das ist ein Legenest für die Hühner, weil unsere Hühner klar, meinen die erstmal, sie können Legenest am Pennen, wobei das haben wir ganz gut im Griff mit den Eimern tatsächlich. Aber wir haben da echt ein paar bei, oder eine, die dann Eier pickt. Und naja, die gehen ja alle aufs gleiche Nest. Das heißt, wenn du nicht aufpasst und da schon 6 Hühner auf dem Nest waren, das 7. Huhn mit dreckigen Pfoten da reinkommt, dann hast du original diese normalen Kampfspuren halt, ne? Diese dreckigen Eier. Und da man die ja normal nicht waschen darf, weil diese Schutzschicht dann sich ablöst. Ja, ist das ein bisschen schade. Ich meine, das geht alles. Die richtig dreckigen Eier tatsächlich, die essen wir dann. Die sehen dann so aus. Das ist dann unsere. Oder die kaputten. Oder die kaputten. Wir kriegen immer den Scheiß. Ja. Das heißt, wir haben immer die ätzenden Kartoffeln und wir haben die Eier, die halt nicht. Genau. Und dann hast du ein schickes Legenest bestimmt. Ein Abrollnest, wo dann die Eier direkt wegrollen aus Sichtfeld. Das heißt, die können es weder dreckig machen noch picken. Versprechen wir uns eine höhere Qualität
für den Kunden für. Weißt du, weil wir auch die Dinger verkaufen, ganz normal. Genau. Und dann versprechen wir uns dadurch eine hohe Qualität. Ja, und auch einfache Handhabung. Genau. Uns, ne? So. Ja. Und dann hat Enno gesagt, letzte Woche, als das Ding kam, bauen wir auf. Von mir. Und dann habe ich das auseinandergerufen und haben wir dann die Anleitung genommen. Und also ich glaube, der Mensch, der die Anleitung gemacht hat, hat sich wirklich Mühe gegeben. Ne? Aber das ist schon wieder für mich nichts. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich muss lesen. Mist. Ja, da sind schöne Bilder drauf, aber ich weiß trotzdem nicht, was man da machen muss. Hier steht auch, alles verschrauben. Ja, aber wie gesagt, von den Bildern her hat sich der Mensch wirklich Mühe gegeben. Also hier Lob und Anerkennung an dieser Stelle für die Fotos. Ja. Aber ich weiß trotzdem nicht, was ich da tun muss. Nee, keine Ahnung. Du auch nicht, ne? Nee, ich hab mich da aber noch nicht beschäftigt. Ja gut, da musst du eine Nestplatte. Also erstmal musst du ja Dach hinlegen. Ich weiß auch gar nicht, was das Dach ist. Ja genau, da fängt es nämlich schon an. Weil wir haben hier ganz viele schöne Teile. Bleche, Platten, Teile, ist alles gestapelt hier. Ne? Und ich habe dann nämlich gesagt, zum Mann, mach mal selber. Ja genau. Da stand ich mit meinem Talent, die sind ja super. Eigentlich baue ich immer sehr gerne auf. Schränke und allem und dran, Ikea-Schränke und so, das baue ich, mache ich gerne. Das ist für schöne Arbeit, die kannst du gut machen, aber wenn dann die Anleitung nicht passt, dann will ich wieder, weiß nicht. Aber Männer lesen ja keine Anleitung, von daher brauchst du die ja nicht. Ja doch, bei den Dingen wohl, ey. Alter. Naja, das wollte ich euch nochmal kurz erzählen. Wir bauen das Ding mal auf und dann melde ich mich gleich mal gucken, ob es klappt. Na, wie läuft's bei euch? Super. Ja, du hörst Papa dabei. Das machst du ganz das und machst du das. Ohne Isabel? Läuft dir nichts. Läuft dir gar nichts. Mama läuft auch gar nichts. Ich bin gerade bei den Eierkanalhaltern. So muss es bei dir fest. Das Geile an dem Ding ist natürlich, was ich mir daraus verspreche zumindest, dass du alles so abspülen kannst. Ne? Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Aber so ist das halt mit dem Hühnerstall. Ne? Ja. Man lernt dann halt nach und nach, was man vielleicht anders hätte machen können, ne? Oder wollen. Also das mit dem von außen ran ist eine schöne Idee, aber nutzen wir nicht, ne? Nutzen wir nicht, ne. Wie sehe ich überhaupt aus? Ey, ich hab geduscht. Du hast geduscht. Siehst du geduscht aus. Ich hab geduscht, ja genau. Ja. Ne, nutzen wir nicht und von daher... Ja, also hätte man sich sparen können. Schöne Idee, aber ja. Aber das weißt du halt auch. Nein, weißt du halt nicht, ne. Liest du dir was an und googelst dir da einen zurecht und... Oh, das gefällt dir wohl, das ist cool, deine Theorie ist auch alles super. Aber du gehst sowieso rein zum Füttern morgens, dann holst du die Eier raus. Ja, ist so. Ja, ist so. Dann guckst du auch immer nach dem Rechten da mal. Ja. Kann ich auch was, ja, deswegen. Aber was mich ein bisschen wundert an diesem Stall hier, dass diese Öffnung hier so klein ist. Das ist so ein bisschen. Meinst du, dass nicht, die dicken Eier nicht durchpassen? Die dicken Eier? Nee, die dicken Hühner. Müssen die nicht anders rum rein? Nö. Hier ist die Wandhalterung. Ach, das ist die Wandhalterung, okay. Und hier vorne ist der Eierkanal. Also wenn mich nicht alles täuscht. Oder hätte das runter gemusst? Kannst du ja nicht, ist ja vorgegeben. Kannst du nicht, ne? Naja, wollen wir ja sehen, ob sie da reingehen oder nicht. Die Löcher sind vorgegeben. Ich habe es leider, kommst gerade in dem Moment, wo ich einen Fehler gemacht habe. Natürlich, das ist mein Talent, Schatz. Mhm. Fehler der anderen aufdecken. Ja, genau, das ist dein Job. Und genau, Isabel sagt schon, das kann mal passieren. Ja, Isabel hat auch recht, das kann immer mal passieren, ne? Ja. Und ich hatte nämlich mit an den Schrauben muss halt der Eierkanalhalter, den Namen finde ich übrigens Weltklasse. Ist das euer Lieblingswort heute? Eierkanalhalter? Eierkanalhalter. Brauchst du auch einen Eierkanalhalter? Ich brauche keinen Eierkanalhalter. Ihr müsstet sie mal sehen. Wie schäme ich sie hätte. Was ist mit dir? Ich musste, weil Isabel auch so schön gelacht hat und sie gar nicht versteht, was ich damit gemeint habe. Ich sag lieber nichts. Ja, also Eierkanalhalter. Eierkanalhalter, ja. Oh, eine Mutter ist runtergefallen. Oh Mann, dann müssen wir gleich aufheben, die Mutter. Ja, so, ne? Jetzt haben wir schon zwei Eierkanäle fest. Eierkanalhalter. Super. Hier. Danke. Meine so, Mutter wir sehen uns später, wenn die Eierkanäle dran sind. Ja, genau. Houston, we have a problem. So. Unsere Glocke gluckt übrigens immer noch. Habe ich das aber schon gezeigt, dass unsere Glocke gluckt? Ja. Die hat gerade allerdings schon wieder da gesessen. Und hier werden es irgendwie immer mehr Eier. Liegt aber daran, weil hier dann irgendwelche Hühner hingehen zu brüten, zu legen.
Und sie saß quasi gerade da und da war noch nicht mal ein Ei drunter. Also, ja. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt gerade umgesetzt. Eier waren noch warm, Gott sei Dank. Mal gucken. Die hat übrigens jetzt 6 Stück unter sich. 6 Eier haben wir hier runter geschmuggelt. Genau. So, das Problem ist, dass unser Hühner, unser Legeapparat hier, hier an die Wand soll. Eigentlich ja da an die Wand, aber da sitzt ja nochmal jetzt gerade die Glocke. Und der kann auch hier dran, ist egal. Aber das Ganze steht natürlich ein bisschen ab von der Wand hier. Habe ich ja damals nicht so konstruiert und könnte man natürlich den ganzen Kasten abbauen. Aber ich werde erstmal testen, ob das Ding überhaupt funktioniert. Weil wenn das nicht funktioniert, dann habe ich die Legenester, die nehmen sie ja an. Ich weiß nicht, ob die anderen auch angenommen werden, ne? Naja. Alter, die Hähne geben hier wieder alles heute. Ich habe jetzt gerade schon das Brett hier abgeschraubt, das gleiche, was quasi hier auch dran ist. Das habe ich jetzt hier abgenommen, weil natürlich hat das einen Überstand, ne? Und nun hier werde ich das Ding ein bisschen kürzen. Das kommt hier oben drauf, damit die Halterung quasi, also sprich diese Geschichte, angeschraubt werden kann. Und ich muss ja auch das Ding vage haben, weil sonst bringt mein Abrollnest nichts. Wenn es jetzt so ein bisschen nach hinten geneigt ist, so ungefähr, dann ist natürlich die Neigung vom Nest gerade und dann rollen natürlich meine Eier nicht weg, ne? Ach, jetzt weiß ich ja, warum das so laut ist, weil hier nur 4 Hähne sind hier auf einem Haufen und 2 Damen. Ja, da ist natürlich was los hier, ne? Du bleibst und welcher bleibt? Er hier bleibt und der andere Kollege ist jetzt, glaube ich, gerade gar nicht da. Er bleibt und alle anderen kommen in die Suppe, soweit ich das weiß. Ja, genau. Du sowieso. Der hat mich gerade nämlich schon wieder angegriffen. Er auch. Und da ruft Andi an. Oder? Ja, Andi ruft an. Andi, ich gehe ran. Einen Moment. So, das war der liebe Andi, weil mein Reifen ist platt vom Auto. Habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen? Wenn nicht, hier blende ich es ein. Ja, man kann nicht immer Glück haben. Hört ihr das? Nee, mit dem Wind nicht, ne? Plattfuß. Ich bin gerade beim Bordstein, aber ganz langsam darüber. Hat aber so ein bisschen Duft. Ich weiß noch nicht, ich habe den Bordstein noch nicht mal gesehen. Ja, und hier hat er jetzt gekniffen. So ein Scheiß. Schade, gerade neue Reifen drauf. Gott sei Dank ein Good Ride. Vielleicht liegt es auch daran, weil es ein Good Ride ist, dass es das nicht so ab kann. Jetzt muss ich jetzt mal einen neuen haben. Und ja. Nächste Woche erstmal zum Kumpel zum Aufziehen wieder. Scheißdreck. Bin Gott sei Dank noch von Aurich nach Hause gekommen. Ich habe das gesehen, ich scheiße. Nur aber schnell nach Hause, nur schnell los. Passt. Verliert Gott sei Dank nur langsam Luft. Genau. Und deswegen ist mein Reifen platt, weil ich gerade über irgendeinen Bordstein gefahren bin. Wie kommt man gerade, oder weiß nicht, ob das ein Schlagloch war oder so. Ich konnte es noch nicht mal als Bordstein identifizieren. Hat auch mal so ein Duck gemacht. Und ich dachte, das klang so, als wenn der Reifen durchgeschlagen ist. Ja. Und dann war ich dann auf dem Parkplatz und dann habe ich es schon zischen gehört. Ich denke, schnell wieder nach Hause, zack. Hat auch noch gepasst, aber nur so halb platt, ne? Ja, nun hat Andi neuen Reifen bestellt. Dann wird er aufgezogen und dann kann er wieder fahren. Schade eigentlich. So, auf jeden Fall, wo war ich hier stehen geblieben? Nun muss ich das Brett eben einmal die Dachlatte kürzen, dass die hier zwischenpasst. Weil das Ding ist, glaube ich, 1 Meter breit. Und dann wird die da hingehangen. Dann werden wir diese hier sperren. Mittels Dachlatten oder irgendwas kommt davor. Oder nee, Eimer können wir auch reinlegen. Dann sind die Dinger gesperrt. Dann sollen wir aber mal ausprobieren, ob die Hühner das Teil als solches annehmen. Jetzt müsste eigentlich das Maß passen. Müsste eigentlich. Nee. Also mal gucken, ob das von der Neigung her passt. Du wolltest ja immer drin lassen. Ja, gut. Für den Herrn, ne? So sieht es jetzt aus. Baut ziemlich weit auf. Das also sieht nicht so schön aus wie mit den anderen. Die ausladenden Stelle, Nester waren deutlich schöner. Ja. Aber trotzdem, schön ist natürlich unten drunter, ist der Platz nicht verschwendet, können die immer noch langlaufen. Also der Platz ist da. Und nun müssen wir gucken, ob das von der Neigung her hinhaut. Müssen wir mal ein Ei reinlegen. Da hinten ist ein Ei. Ja, wolltest du nicht mal einlegen? Ja, und gucken, ob das nach vorne läuft, weißt du? Ja. Wird wahrscheinlich. Aber bleibt dabei an den Dingern hängen hier.
Ja, warte, rollt mal kurz. Müssen wir das steiler machen? Weiß ich nicht, ja. Kann man das? Zeigst du nochmal? Nö, geht aber. Geht? Ja, ja. Hauptsache der Dreck kommt da nicht hin. Okay. Ja, die Bremsen noch. Die Lappen sind natürlich jetzt kalt, ne? Ja, meinst du, das ist Sache nicht? Ja, sind steifer, ne? Wir können die Lappen auch wegnehmen, aber dann... Ach, hier sind Schrauben. Du bist so sehr gut. Ja, herrlich. Dann mach mal einen unten. Ja, dann noch bei den Lappen hängen. Ich weiß ja nicht, ob die das so ganz schnallen, ne? Ich kenne ja meine Hühner, die sind ja alle ein bisschen... Dämlich? Ja, was heißt? Jetzt ist ja auch wieder Sendezeit mit dir. Letztes Mal haben sie sich beschwert, nur 3 Sekunden Sendezeit für Rea. Ja, ist auch richtig. 3 Sekunden Sendezeit, das ist viel zu wenig für die Frau. Ja. Jetzt hast du. Ja, von mir aus. Nee, musst du aber auch selber schneiden, den Scheiß. Ich habe auch keine Themen. Ich will verändern. Ich auch nicht. Seht ihr das doppelt? Das macht ja auch keinen Spaß. Nee, ist alles gut, so wie es ist. Ich kann ja irgendwann mal, vielleicht mal irgendwann mal so ein hier hinter den Kulissen Video. Wo ich da mal lang und dann schneide ich das mal. Mal gucken. Das möchte ich mir gerne mal sehen. Und dann denkt der eine, oh Gott, Gott sei Dank macht Edu das. Ja, ich bin ein bisschen perfektionistisch. Ja, tatsächlich macht er das. Ich bin da nicht. Also, man wird es wahrscheinlich gefilmt und so hochgeladen. Ja, so Uncut. 110 Minuten Uncut. 110 Minuten Uncut, wo dann die Kamera auch mal so beilang schwingt. Ja, genau, oder irgendwelche Hühnertopf landet oder so. Ja, nein, Enno macht das immer schon. Ist das schon sehr genau. Also, von daher, ja. Kriegen wir hin, ne? Ja, aber meinst du, dass das obere nicht zu hoch ist? Ja. Sollen wir das tiefer setzen? Wie willst du das denn machen? Nee, lass uns. Oben die Bretter einfach runterschrauben. Lass mal so hängen. Abwarten, sagst du? Ja, gucken, ob wir überhaupt reingehen. Ich glaube, wir müssen das tiefer hängen, du. Das Geile an diesem Hühnerstall, in diesem Abrollnest ist, nachts klappst du einfach das Ding hoch. So. Kannst du auch nicht mal rein. Und dann kann da keine Hände mehr rein zum Pennen. Und du kannst halt deine Eier hier vorne in der Theorie zumindest rausholen. Lass sie das doch erstmal entdecken. Ja, okay, gut. Wir warten mal ab, was passiert, oder? Ja. Ich glaube gar nicht, dass wir das benutzen. Wir müssen gleich zu Heiko, Schredder, oder ich muss gleich zu Heiko, Schredderzeug holen. Ja. Weil das ist nämlich ein bisschen nass gewesen von Opa noch. Ja, hat er auch gesagt. Ja, und das ist leider zu bappig. Ja. Nur hat Heiko hier geht's, aber da hinten, da sieht es nicht so. Nur hat Heiko da ganz schön Frisches. Mhm. Und wenn wir das mal nehmen und schönes Eichen. Also Eiche ist eigentlich, ja, okay. Eigentlich viel zu schade. Ja. Aber. Soll jemand gar nicht verteilen, oder ich? Ja, nee. Dann hier wechseln, dann hole ich gleich mal Schredderzeug von Heiko. Hast du die schon gezeigt? Unsere Glucke? Sie versucht es jetzt. Also sie ist jetzt hier. Ja, die war vorhin in dem Nest, wo der Akkuschrauber liegt, da war nicht ein Ei drin. Nee. Gott sei Dank waren die Eier noch warm, weil die anderen Hühner nämlich da ihre Eier draufgelegt haben. Ja, sie hat zugelegt. Sie fing, glaube ich, mit 3 an, dann habe ich noch 2 dazugelegt. Und dann haben die Hühner noch hier dazugelegt, hatte sie 8 Eier. Ja. Haben wir wieder welche weggenommen. Ja, 8 viel zu viel. Und jetzt lag die durstige Kuhlach nun da, ohne Ei zu glucken. Ja. Und auf der anderen Seite von der Wand lagen, wer weiß wie viele. Aber sie sitzt auch schön fest drin, ne? Also sie wollte auch schon ein paar Tage länger. Ich habe sie mal rausgeschmissen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, wenn du so schön fest sitzt, dann probieren wir das einfach mal. Aber tatsächlich kannst du die besser aus dem Hühnerstall rausholen. Ja, die müssen. Weil du hier das Problem hast, dass die Hühner dann ja immer neue Eier dazulegen wollen. Und wenn da jemand drauf sitzt, dann setzt sie wieder auf ein leeres Nest. Und dann kühlen die Dinger ja aus. Und dann hast du halt... Hast du nichts gekonnt. Und dann die Glucke dann ist ja auch anstrengend. Genau. Aber jetzt kriegen wir von Olaf eine Brutmaschine ausgeliehen. Ausgeliehen, genau. Ja, mega nice, weil der braucht die momentan nicht. Seine Küken sind jetzt ausgeschlüpft soweit. Und also ich sage, ja, wir wollen das gerne mal ausprobieren. Er sagt, dann leih ich euch die aus, dann könnt ihr das testen für einen. Das dauert ja 21 Tage, ne? Genau. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei war. Und dann wollen wir tatsächlich unsere Eier da einfach mal reinschmeißen, weil wenn die nicht befruchtet sind mit den Hühnern. Ja, und da kannst du noch mehrere. Ich glaube, ich hole noch ein paar Bruteier dazu. Ich will mal hier Dings fragen. Von deinem Bruder, der Freund, der hat doch die. Okay. Keno. Keno will ich fragen, ob der vielleicht ein paar für mich hat und dann kommt der mit rein und dann unsere. Und dann haben wir so, unsere werden ja so Hardcore-Mischmasch. Ja. Haben wir Rudis Spezial oder so. Oder ja, aber mal gucken. Und dann vielleicht noch ein paar Bruder, ja, und dann schauen wir mal, ob das was wird. Also das seht ihr dann auch, aber dann nur kurz und. Vlog, so wie siehst du, das ist ja auch ein Vlog. Genau, und wir haben ja auch diese kleine Hütte jetzt. Für die Enten, aber die Enten kommen ja erst im Mai oder also ab Mai kommen die erst und dann können die da nämlich rein, übergangsweise. Mal gucken. Ja. Kommen sie erst wieder in den kleinen Käfig, haben wir ja schon mal gemacht. Genau.
Und dann hier haben wir wieder ein bisschen Nachzucht. Das ist doch ein bisschen schöner, wenn man die selber aufzieht, als wenn man die dann da aus Ställen schon dazu holt. Obwohl du hast natürlich Vor- und Nachteile, weil du hast jetzt die Aufzucht, ne? Die Kosten hast du natürlich auch und die legen natürlich nicht sofort. Und andersherum, wenn du sie dann holst, gebraucht, dann hast du Stress im Stall erstmal. Ja. Ne? Alles Vor- und Nachteile, ne? Ist so. Aber gut, das Ding hängt jetzt. Weißt du was? Ich schnapp mir das Auto und fahr zu. Ja. Okay, bis gleich. So, Anhänger ist dahinter. Dann fahren wir mal hin, wa? Ich habe hier so eine Rasenhake drauf. Dann kann das nämlich ein bisschen verrührt werden, weil Oberkante bündig sind 1,5 Kubik. Das heißt, ja, die nehmen wir auch mit, das sollte mir reichen. So, angekommen bei Heiko. Er holt jetzt eben mal seinen Trecker raus. Und dann laden wir das mal schnell auf. Guck, du handelst auch mit Brennholz, ne? Verkaufst du das? Ja. Ja. Seht ihr, wenn du Holz brauchst oder irgendwas anderes. Rundballen, Heu, alles, ne? Alles. Stroh, Heu, Heulage, nicht alles, der Mann. Einfach anrufen, Nummer habt ihr gerade gesehen. Das Ganze sieht dann so aus. Alter, aber der macht das richtig krass mit Stapelei. Bei ihm ist das dann wirklich auch. Ein Raummeter ist auch ein Raummeter, ne? Das ist gut. Ja. Also wird jetzt ein bisschen aufgeladen. Schredderzeug. Hackschnitzel. Guck, das ist das gute Zeug. Das habe ich mir heute Morgen von der Straße aus gesehen. Ich denke, Mensch, das ist ja genau das Richtige für unseren Hühnerstall. Schön fein auch, ne? Das ist übrigens auch der, der uns den Graben ausgebaggert hat. Also Heiko macht ja eigentlich alles für uns. Kannst dich darauf verlassen, ne? Ist immer wichtig. Heiko hat es wieder gut gemeint, alles ist wieder fertig. Wir düsen wieder nach Hause und wenn ihr was braucht, müsst ihr euch bei ihm melden. Genau. Der hat alles da. Der hat auch immer Zeit für euch, oder? Ja, Zeit habe ich immer. Siehst du? So, nun Isabelle erstmal schnell vom Kindergarten abholen, ganz wichtig, weil es ist schon wieder Mittag. Übrigens, dieses Auto geht jetzt Samstag zum Kumpel. Dann machen wir zusammen, die haben eine eigene Werkstatt. Und dann kriegt er ein neues Kreuzgelenk in der Kardanwelle, weil uns ist letztens aufgefallen, dass die Kardanwelle leicht Spiel hat, Kreuzgelenk vorne. Und man merkt das auch, leichte Vibrationen, 80 km/h, 90 km/h, rummäßig so Vibrationen im Antriebsstrang. Und ja, Kreuzgelenk ausgestanden. Das Kreuzgelenk kostet schlanke 10 Euro, aber natürlich muss die Kardanwelle dafür zerlegt werden. Kreuzgelenk montiert, mache ich aber kein Video, weil der Kollege ist ein bisschen kamerascheu. Ist ja auch nicht schlimm.
deswegen mache ich das immer off-camera. Auf jeden Fall wollte ich das nur mal erzählen. Ich habe immer leichte Vibration im Antriebsstrang, so jetzt auch gerade, so gut um 80 rum. Ja, sieht man gar nicht, aber es ist halt leicht, man merkt es im Finger, dass da irgendwas vibriert. Genau. Okidoki, so, ich hole meinen Shocktail ab und dann geht's gleich weiter. So, Hände ist immer noch am Glucken und das Zeug kommt jetzt alles raus. Weil wie gesagt, das kam auch ein bisschen feucht rein und wir dachten eigentlich, dass das hier noch vernünftig durchtrocknet. Ich meine, da ist nichts dran an dem Zeug, aber es ist halt immer noch feucht, ne? Und das ist halt Käse. Deswegen kriegen wir jetzt nochmal Trockenes rein. Ich bin echt mal gespannt, noch hat hier nichts reingelegt. Nö, aber ist ja eh nachmittags, ne? Sieht ein bisschen flüssiger aus als bei mir, Mäuschen. Ja, oder? Ja. Ich brauche immer mal einen Besen. Jawohl, einen Besen. Ja, die hast du da hinten stehen. Der ist so ein Zuckerrädchen. Ja, aber der ist platt. Ich habe die Schaufel. Ich habe einen Umschlagbares. Betten, ist die platt? Betten nicht. Aber irgendwann ist es dann nicht mehr in Ordnung. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Die Schubkarre da hinten, die ist platt. Der Hühnerstall. Die hat unplattbaren Reifen drauf. Wetten nicht? Ich so, ja, okay. Ja, aber irgendwas stimmt damit nicht, sagt sie. Da bin ich mal gespannt, was kann sein. Aber also der Reifen ist garantiert nicht platt. Das kann nämlich nicht. Papa? Ja. Ich hab Ruhe. Du hast Ruhe? Mhm. Dann geh mal in die Küche und hol dir was zu trinken. Nimmst du mit oder legst du hier hin, falls sie drauf auf. Wenn sie einen unplattbaren Reifen hat, schiebt die sich so, als hätte sie einen Platten. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Schieb du die mal eben. Ja, aber die ist nicht platt. Nee, aber dann ist da vorne die Aufhängung nicht richtig oder was weiß ich. Auf jeden Fall schiebt sich das ganz komisch. Also es fühlt sich so an, als ob sie platt wäre. So ganz wabbelig schiebt die sich. Ja, das liegt daran, die haben wir geerbt mit dem Haus, haben wir das zusammen gekauft. Ja, toll. Die haben sie nicht ohne Grund stehen lassen. Ja, okay. Dann bringt dir ein unplattbarer Reifen ja auch nichts. Nee. Nee. Die hier, das ist die beste, die ja, wir haben. Ja, die nehme ich jetzt auch gleich. Nee, ich bin krank. Das ist mir egal. Welpenschutz ist vorbei. Welpenschutz? Ja. Geht der Welpenschutz, mach mal lieber die Karre voll. Das Zeug von Heiko ist feiner. Ja, stimmt. Und deswegen funktioniert das mit der Grabgabel, geht so gut, glaube ich. Ich muss mal probieren. Ich habe die Schaufel noch mal gebracht. Perfekt. Aber ich glaube, die schafft. Oh, das geht aber noch, ne? Ja, geht. Wir hier ein bisschen noch, ne? Ach, okay. Aber also, ich meine, du musst die ganz voll machen, sonst wird das nichts. Ja. Genau. Naja, Schatz. Kannst du das selber machen? Nö, ich muss meine Tochter ja, Essen hier halten. Ich muss erstmal, wo ist sie denn hin? Ja? Die ist gerade, was ich was zu trinken holen. Okay. Man muss halt Prioritäten setzen. Und in diesem Fall habe ich ja, hier. Dann ist die Priorität, das bin ich halt saurig. Nee. Doch. Die Priorität ist. Dann ist das die Priorität. Die Priorität ist Überraschungsei, Weintrauben und Blaubeeren. So. Was sagt denn dein Arbeitgeber dazu, wenn du ständig am Arbeiten bist? Ich muss sagen, ich an meiner Stelle würde mich kündigen. Ja, ich würde dich auch kündigen. Ist einfach so. Ich würde mich kündigen. So denke ich nämlich. Ja, genau. Also, nee. Absolute Frechheit. Dass du das machst, was der Arzt gesagt hat, ne? Wirklich. Aber na gut. Naja. Und wer weiß denn überhaupt, ob ich überhaupt krank geschrieben bin? Haben wir ja schon mal gesagt. Ne? Ja. Das ist immer schön, von außen dann irgendwas zu beurteilen, ohne die Fakten zu kennen. Ne? Vielleicht gehe ich auch schon wieder arbeiten. Ja, das wissen die Jungs auch noch nicht. So, ich schiebe jetzt die Karre. Ja. Die platte Karre. Vielleicht willst du nochmal den platten Reifen sagen. Ja, das ist kein. Ich habe es gesehen, das ist kein platter Reifen, aber die schiebt sich wirklich komisch. Die schiebt sich ganz unruhig.
Vielleicht müssen wir den Reifen ausrupfen. Ja, das kann auch sein. Beim letzten Mal, Karre. Beim letzten Mal habe ich die genommen, ständig. Da konntest du die noch nicht schieben. Wie neu. Ach du Quatschkopf. Sag eben ehrlich. Nee, aber geht. Fährt sich ein bisschen schwerer, ne? Ja, ne? Aber das liegt doch daran, du musst mal gucken. Pass auf die Hände auf. Die Hände. Du musst mal gucken, die Geometrie der Karre. Siehst du, wie wackelig der Reifen da schon drin hängt? Ja, so. Und dann sag du mir mal, dass das rund läuft. Ganz ehrlich? Na, die läuft. Entschuldigung, da kann man nicht sehen. Mach nochmal. Ich war hier kameratechnisch on board. Kippelt auch. Aber nein, aber nicht so. Ja, dann ist das jetzt deine Karre. Ja. Leicht laufen tut's. Aber du musst mal gucken, bei der ist das Rad quasi hier vorne und bei der ist das Rad unterm. Aber ich habe die ja schon öfters benutzt. Ich finde, das ist schlimmer geworden. Genau. Mama, meine Hände sind kalt. Dann versteck die in der Tasche, in der Jacke. So, hier, kannst du mal hier, musst aber langsam rüberfahren über unser Brett. Ich habe das jetzt extra auch mal so gemacht, weil da unten so eine schöne Abrutschkante ist, dass das nicht wegrutscht. Hättest du dann nicht herumdrehen können und dann einfach eine andere Kante als Abrutschkante? Nee, sonst fällt die hier runter. Ja. Hat doch gut geklappt. Jo. Diesmal nicht ganz so viel rein, oder? Nee. Beim letzten Mal haben wir ziemlich viel reingekippt. Ja, so sieht das jetzt aus. Schick, ne? Riecht auch gleich ganz, ganz anders. Ja, aber da war wie gesagt noch nichts drin. Bin ich mal gespannt, ob die Hühner das neue Legenest annehmen. Wir werden wir morgen sehen, denke ich. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um das restliche Schredderzeug. Ja, genau. Wir haben Hackschnitzel über. Ziemlich viel sogar. Ohne Ende. Nur hat der liebe Theo hier ohne Witz Big Packs zugeschickt. Drei Stück. Genau. Die hätte er weggeschmissen. Er sagte, brauchst du die, ich schmeiß die weg und du hast doch immer Brennholzlagerprobleme. Ich denke, Alter, bevor du die wegschmeißt, ich bezahle Porto. Nee, Porto schenke ich dir, sagt er. Geil. Hat er mir direkt per Post hier diese Säcke zugeschickt. Ja. Ja, bisschen stockfleckig, aber das spielt ja gar keine Rolle. Nee, genau. Weil da kommt jetzt die Hackschnitzel rein. Richtig, also in einem Sack. Wir haben auch noch so einen kleinen, aber der hat weder Luftlöcher. Du siehst jetzt ja so luftdurchlässig. Ja. Dann fängt es wahrscheinlich an. Und du meinst aber, passt mir nicht alles rein, ne? Und dann wolltest du mit dem Trecker. Ich denke mal, dass ich jetzt einen Trecker hole. Frontlader, die Laschen da einschlaufe. Und dann da reinschaufeln? Und dann reinschaufeln. Können wir ja reinschieben vielleicht, wenn wir Klappe aufmachen? Ja, so niedrig. Also ich, wenn du das so hinlegst, glaube ich, siehst du das? Ja. Also der muss schon so eine gewisse Höhe haben, damit das funktioniert. Aber das sehen wir gleich. Ich hole mal den Trecker. Du machst immer nur Arbeit. Hä? Du machst immer nur Arbeit. Also. Meinen Plan drauflegen und einfach reinschieben, klingt für mich sehr verlockend. Ja, der kleine Sack hat auch nicht gereicht. Das ist ja nur ein Kubikmeter. Das hier ist, glaube ich, 1,5 Kubik oder so. Rea ist gerade begeistert von der Wärmeentwicklung des Hackschnitzelguts. Ich habe hier gerade drauf gestanden. Ich habe richtig warme Füße. Ist voll angenehm. Ich auch. Ja, du hast auch warme Füße, ne? Ja. Und nun sitzen wir hier gerade auf dem warmen Haufen. Holst du gerade ein bisschen Werkzeug? Liegt die Frau hier? Muss ja mal reinziehen. Im Schredderhaufen. Wie Fango. Das ist schön warm, ne? Ja, ich muss ein bisschen Luxus, muss ich mir ja selber machen, ne? Oh Gott, du darfst da nicht reinsteigen, meine Arbeitskollegen. Deswegen nehme ich die wieder her. Das Bild hast du auf jeden Fall auf deiner Box anschließend kleben. Ach ja, genau, aber die haben wir nicht mehr. Habt ihr die nicht mehr? Die haben wir nicht mehr. Achso. Wie viel Grad schätzt du? 30 Grad? Ja. Alter. Heiko, oder? Ja, weiß ich nicht. Erstmal, es kann auch weniger sein, weil das draußen ist kalt. Lass es nur 20 sein. Ja, okay, nicht schlecht. Ja, okay, weitermachen mit nix. Und ich bin hier nämlich gerade bei. Rollbar!
unglaublich, tatsächlich original die komplette Anhängerladung reingekommen, reingekommen. Richtig geil. Gestrichen voll, als wenn es so muss, ne? Ja, als wenn wir es so geplant hätten, ne? Mega cool auf jeden Fall. Aber das hat auch, glaube ich, ordentlich Gewicht. Ja, und das jetzt weiß ich nicht. Da kann man bestimmt noch dreimal die Hühnerstoffe machen, ja. Mindestens. Ja. Voll gut. Ja. Also, super. Geht jetzt schon weggestellt? Trocken. Wo lassen wir das? In der Rundbuchhalle stellen? Ja, irgendwo, wo es trocken steht, ne? Warte. Ja, mach mal. Ja, das war gut. Das sieht auch gut aus. So, dann würde ich sagen, alles erledigt. War's das an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hühner, Nest. Ah ne, das kann ich euch morgen wohl noch zeigen. Nee, komm, warte, das machen wir noch, das wollen wir noch auflösen. Ob morgen ein paar Hühner drin gelegt haben. Ja, dann sehen wir uns morgen früh nochmal wieder. Gucken, ob sie das neue Legenest annehmen und gucken, ob die Rundbogenhalle jetzt abgeht. Wir können ja jetzt mal wetten. Ja. Schreibe in die Kommentare. Genau, ob die das annehmen oder nicht. Und dann wollen wir hoffen, dass die Rundbogenhalle nicht abgefackelt ist morgen. Weil das Ganze jetzt ziemlich warm war. Mein Handy klingelt, wer ist es? Ach, Nachbar. Nachbar. Was will der denn? Da muss ich mal rangehen. Ah, Moment. Mein Nachbar, Yoshi, ist abgehauen. Der ist bei ihm. Haben wir aber noch nicht gehabt, dass er abgehauen ist, Yoshi. Aber das, der ist sicher über den Graben gehüpft. Ihr müsst euch mal diesen Himmel angucken. Kann man sicher nicht raufkriegen, ne? Aber das sieht richtig edel aus. Ich mache das mal mit dem Handy ein Foto. Guten Morgen. Mann, gut, dass wir gestern das Hackschnitzelzeug noch reingepackt haben. Weil tatsächlich hat es heute Nacht noch geregnet, ne? Hatten sie aber auch nicht gemeldet. So, dann wollen wir mal gucken mit unserem, wie heißt es, Legenest. Weil ich habe nämlich für die Kamera gesehen, dass da wohl noch Unstimmigkeiten sind. Und hier viel zu viele Eier liegen. Genau. Die muss ich mal Handschuhe anziehen. Die beiden gehören schon mal nicht hier. Das weiß ich. Wenn er mehr Eier, die lässt sich nämlich vertreiben. Ja, hier ist natürlich nichts drin. Jetzt müssen wir denen erstmal sagen, dass das hier Legenester sind. Die warten jetzt nämlich alle. Ich habe jetzt nochmal die eine oder andere reingesteckt, aber ja, die fliegen ja wieder raus, ne? Ich weiß nicht, wie man denen das begreiflich machen soll. Die warten jetzt alle hier. Ich weiß nicht, wie man denen das begreiflich machen soll, dass die jetzt da reinlegen sollen. Ich sehe, die gucken dann schon immer, ne? Problem ist nur, dass die Glucke jetzt auch noch da sitzt. Und dass immer mehr Eier werden, weil die ja da auch noch ihre Eier zulegen. Siehst du? So, dann habe ich sie mal da hingesetzt. Gerade mal rein, die soll wieder raus jetzt. Das kriegst du den nicht auf dem Pony, ne? Wahrscheinlich werden wir die Eier jetzt überall suchen müssen. Ich habe da jetzt ein Brett vorgestellt, weil jedes Mal nerven sie die. Da ist jetzt eins drin, mal gucken, was da passiert. Licht aus. Mal schauen, ich muss jetzt auch zum Kindergarten. Ich weiß nicht, wie man denen das... In dem Legenest kannst du ja auch kein Ei reinlegen, weil das ein Abrollnest ist. Also Kalkeier gibt es ja auch, ne? Aber das sind ja Abrollnester. Das heißt, die Kalkeier verschwinden dann ja in der Ablage. Ach ja. Hier ist was los, so. Ja klar, hätte man natürlich von Anfang an machen können. Wenn die das nicht anders kennen, dann ist ja alles gut. Aber denen das mal beizubringen, weil das ja nun mal nicht die, ja, ich sag mal, schlauesten Tiere sind, muss man immer gucken, wie man denen das dann beipult, ne? Naja, ich werde berichten. So. Zum Schluss des Videos werden wir jetzt noch mal kurz gemeinsam gucken,
Alter, sind ja mehr Eier da, die die Glucke kriegt. Ich hatte extra ein Brett davor gemacht, das ist aber anscheinend schon wieder weg. Ein Ei liegt hier auf dem Boden. Zwei hatte ich hier drin liegen. Ja, das sind die beiden. Da ist kein Ei dazugekommen und hier ist auch kein Ei dazugekommen. Also haben die es gar nicht angenommen. Und alle sind bei ihr im Nest am Brüten. Das ist natürlich Käse. Guck mal, wie viele Eier die da jetzt hat. Ein Ei liegt da unten. Ja, das müssen wir noch mal gucken, wie wir das Ganze lösen. Auch, dass die Glucke jetzt in Ruhe gelassen wird, die wird jetzt ausgelagert. Die kommt jetzt heute Nachmittag in extra Stall. Das wird jetzt geändert, genau, weil die wird nicht alleine nicht in Ruhe gelassen. Da müssen wir gucken, dass sie hier mit ihren Eiern rüberkommt jetzt in extra Stall und dann wird die gesondert. Mein Opa hatte die früher immer in einer Telefonzelle drin tatsächlich. Ihre Glucke in der Telefonzelle, auch getrennt von der ganz normalen Horde, sage ich mal, Herde. Und so machen wir es jetzt auch. Weil man sieht, die legen jetzt alle ihre Eier tatsächlich alle bei ihr ins Nest rein, weil das einzige Nest ist, was frei ist. Naja, okay. Schade, ich dachte, dass sie es jetzt gleich schnallen, aber ich weiß nicht, wie man es lösen muss. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.